Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann es relativ kurz machen. Der Beratungsgegenstand ist jetzt schon umfassend von meinen Vorrednern und Vorrednerinnen besprochen worden. Unserer Meinung nach werden wir natürlich auch einer Überweisung im Hauptausschuss zustimmen. Ich möchte aber schon die Bemerkung auch machen, es ist einfach wahrscheinlich viel zu spät, dieser Antrag. Wir sind vom Ende der Legislaturperiode, wir haben nur noch eine Plenarrunde. So, wir können das gerne versuchen, aber leider, glaube ich, vom Zeitpunkt her ist es wahrscheinlich eher ein Projekt für die neue Legislaturperiode. Es war ein Kompromiss, den wir damals zwischen den Fraktionsvorsitzenden gefunden haben, eine Vereinheitlichung der Quoren auf 20%. Wir hatten andere Vorstellungen. Wir wollten damals, wir als Grüne sind reingegangen, wir wollten das Quorum bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen von 20% auf 15% senken. Wir wollten die Quoren zur Einberufung des Landtags von 25% auf 15% senken. Und wir wollten das Quorum der abstrakten Normenkontrolle der Klage von 1/3 der Mitglieder auf 1/10 der Mitglieder senken. So, für uns war das damals schon ein langer und schmerzhafter Weg, überhaupt diesen Kompromiss zu erreichen. Ob es dann auch der Weisheit letzter Schluss ist, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Und deswegen, wir stimmen zu, aber ich glaube vom Zeitpunkt einfach leider zu spät. Und vom Inhalt her, wie gesagt, ob es wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, habe ich noch mal ein großes Fragezeichen. Wir werden sehen. Vielen Dank.